Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Quizfrage! Was haben der Kultklassiker Spartacus aus dem Jahr 1960, El Cid aus dem Jahr 1961 und ein kruder Film namens Todestanz eines Killers mit Lawrence Harvey aus dem Jahr 1968 gemeinsam? Richtig! Den Regisseur Anthony Mann. Gut, in den Credits von Spartacus hat man uns seinen Namen noch vorenthalten, aber er war definitiv dran beteiligt. Offensichtlich hat er allerdings auch völlig losgelöst von diesen Filmen ein paar andere interessante Dinge gemacht. So hat er hier einen interessanten Western im Jahr 1957 gedreht mit Henry Fonda, mit Anthony Perkins und mit Jason Voorhees' Mutter Betsy Palmer in den Hauptrollen, der übrigens hierzulande über Paramount tatsächlich Ende der 50er Jahre auch mit einem wunderschönen Querposter im Kino gezeigt wurde, damals mit FSK-Freigabe ab 12 Jahren, tatsächlich feiertagsfrei und nicht nur einem Prädikat wertvoll ausgestattet, hat es der Film laut Eintrag in die OFDB sogar auf ca. 645.000 Besucher gebracht, was offensichtlich für Paramount nicht genug war, um den Film dann irgendwann einmal auch auf Videokassette, DVD oder gar Blu-ray zu veröffentlichen. Da musste man jetzt auf einen Release aus Amerika warten. Da hat sich nämlich Arrow Video des Films Tin Star angenommen und veröffentlicht diesen mit einem neuen, absolut wundervoll und grenzgenial gezeichneten Cover-Artwork. Ich liebe dieses Design. Es gibt kaum mehr, was man darüber sagen kann. Vor allem, es ist ein grundsätzlich recht einfach aufbereitetes und gestaltetes Motiv, das jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Action und Explosionen verspricht, die auch gut in einem Western aus den 50er Jahren nicht unbedingt dazu passt hätten. Aber ich liebe die Strichführung, die Linienführung, die Art, wie die Charaktere hier schön detailliert dargestellt werden und werden im Hintergrund teilweise ein bisschen in eine Art aquarelligen Farbverlauf verfallen. Wie hier unten dann auch noch einige schöne Details dazukommen ins Bild. Das ist einfach ein wundervolles, absolut großartig durchkomponiertes Bild. Wir wechseln dann einmal hier über den Spine, wo sogar noch eben das Frontcover-Artwork fortgesetzt wird, dann auf das Backcover. Das ist ein wunderschönes Farbspiel. Ganz ehrlich, das ist von dem äußeren Package-Design sicherlich eine der schönsten Veröffentlichungen, die uns Arrow Video, naja, eigentlich fast jemals serviert hat, mit diesem großartigen Artwork von Sam Hadley. Dazu erfahren wir hier noch ein paar Details über den Release. Wir haben es natürlich wie bei den Paramount-Titeln von Arrow Video üblich mit einem Region Code A Release zu tun, der nicht auf regulären deutschen Playern abspielbar ist. Einer, der auch jetzt nicht von Arrow Video neu oder sonst irgendwie restauriert wurde, sondern einfach nur aus dem Archiv von Paramount übernommen wurde. Und wir können dann einmal hier, nachdem wir gesehen haben, dass das eigentliche Keepcase grundsätzlich hier dasselbe Artwork bietet wie außen, einen Blick ins Innere werfen. Auch auf der Disc gibt es das neue Motiv. Dafür wartet hier allerdings auch noch ein Wendecover-Motiv auf uns, das, ja, genau, gar nichts kann. Wir sehen hier quasi einfach eine Lobbycard oben, eine weitere kleinere Lobbycard unten mit ein paar Texten drauf. Das Ganze in wundervollem Uringelb oder sagen wir mal im Halb-Ikea-Gelb. Das ist ein Artwork, das nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht. Irgendein altes Original Kinoplakatmotiv zu dem Film halt. Aber was ich in dem Fall wesentlich spannender finde, ist die Tatsache, dass wir dann eben hier mit diesem Motiv auf der Rückseite auch tatsächliche alte Lobbycards bekommen. Hier bekommen wir den Fotoaushangsatz, der, nehme ich einmal an, so in den amerikanischen Kinofoyers zu finden war. Aber das ist an der Stelle nicht alles an Goodies und Beigaben, was uns Arrow Video serviert. Far from it quasi. Denn wir bekommen auch bei diesem Film ein Poster, ein sehr kleines Poster, muss man dazu sagen, ein Bibi-Bustilein quasi. Auf der einen Seite mit dem alten Motiv und auf der anderen Seite hier mit dem großartigen neuen Motiv. Aber auch damit noch nicht genug. Es gibt auch ein Booklet, auch hier übrigens mit einem wunderschön gezeichneten
Cover-Art, das wirklich fast ein bisschen so ausschaut wie so ein alter Bastei-Schund-Roman, könnte man eigentlich fast sagen. Gefällt mir als alter John Sinclair-Fan natürlich auch wahnsinnig gut. Wir haben fast 40 Seiten an Booklet an der bei diesem Release mit dabei, mit einzelnen Szenenfotos, die übrigens allesamt in wirklich fantastischer Druckqualität vorliegen, beziehungsweise dann den klassischen Essays, die wir von den Releases von Arrow Video gewohnt sind. Alternative Plakatmotive, Zeitungsartikel, Werbematerialien, diese ganzen Werberatschläge hier international. Das ist wirklich eine tolle Sammlung an Goodies und an Informationen zu diesem Film. Hier steht auch eben, das HD Master wurde, so wie es ist, von Paramount zur Verfügung gestellt. Ich glaube ehrlich gesagt, Paramount, man darf ja wirklich froh sein momentan, dass die ihren Lizenzkatalog überhaupt geöffnet haben und dass da internationale Boutique-Labels darauf zugreifen können. Ich glaube, dass die relativ schwierig sind in der Kommunikation und relativ wenig erlauben, im Sinne von teilweise eben neue Artworks bis hin eben zu neue Remasters und so weiter, dass man echt bei diesen Filmen über alles froh sein muss, was man bekommt und über nichts Böses sein darf, was man nicht bekommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es in dem Fall ein derartig großartiges, neu gezeichnetes Cover-Artwork geben darf und bin echt eigentlich, vor allem aufgrund des Casts, ziemlich gespannt auf The Tin Star.